Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Und willkommen zurück zu Fast Racing RMX. Oder nur Fast Remix. Kann man sich drüber streiten, schmeißt es in die Kommentare. Wir gucken uns die nächste Meisterschaft an. Falls ihr meine damaligen Folgen nicht gesehen habt, der Hero-Modus Subsonic umschließt eine Reihe an Rennen, bei denen ich immer Erster werden muss und auch nicht sterben darf. Wenn ich eins von beiden tue, Ende. Ja. Turbo-Energie entspricht Schildenergie. Aber wir versteifen uns zu Anfang der Meisterschaft. Ein paar Sachen freischalten, soweit. Der Gallum Cup. Wir haben freigeschaltet, wir spielen ihn. Und dies ist... Sieht auch nice aus. Beschleunigung, Geschwindigkeit, Turbo. Bisschen bessere Beschleunigung. Ähnlicher Turbo, weniger Geschwindigkeit als mein neues Lieblingsding. Wir gucken einfach mal rein. Mehr Beschleunigung. Ist ja gut, wenn die anderen beiden dafür geopfert werden. Eigentlich nicht mein Favorit, aber ein bisschen ausgewogener. Schadet ja nicht. Hey. Okay. 3, 2, 1. Hat. Okay. Der beschleunigt nicht schlecht. Ganz und gar nicht schlecht. Ah, fuck you. Sieht auch cool aus, soweit. Kommt wirklich schnell auf die Tür. Okay. Ja, die Karre ist bei weitem nicht die schlechteste, würde ich mal behaupten. Bist du jetzt echt nach links gezogen, nur um mir noch Pellets zu klauen, du Wichser? Und wie in der letzten Folge erwähnt, der HD-Rumble beim Boosten fühlt sich sehr, sehr cool an. Ah! Ja, also es ist wirklich wie ein... Es fühlt sich sehr motorenmäßig an. Ich glaube zwar echt nicht, dass sich diese Art von Fahrzeug hier noch mit einem Otto-Motor bewegt. Aber es fühlt sich so an. Und es ist echt sehr angenehm. Es ist sehr, 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 sehr zufriedenstellend. Ich wollte es einfach nicht zufrieden sagen. Es ist sehr, sehr zufriedenstellend, dieses in der Hand zu haben, während sie boostet. Das ist klasse. Also, es ist halt dieses langsame Schnurren, was ich in irgendeinem Muscle haben wollen würde. Das ist cool. Also, es macht schon einen sehr guten Job. Und die Sonne in dem verdammten Spiel macht auch einen sehr guten Job, mir in die Fresse zu schauen. Also, ich staune mal wieder über die ganzen Umgebungseffekte des Spiels. Klick. Hey, die Kurve war doch sehr... ist da jemand hinter mir? Die Geräusche, die Karre macht. Dieses schöne. Also, ich muss sagen, die eine Technik gefiel mir die andere besser, aber das hier ist schon. Ja? Das ist ein geiles Ding. Was ich nur jedes Mal bei Fast Racing vermisse, ist das Umfärben. Weil ich finde dieses Rot-Orange-Mix, was das Teil benutzt, ist halt nicht so toll. Falle. Drücke oben, um die Kamera zu ändern. Das werde ich wahrscheinlich nicht machen in den Spielen. Ich hab's eigentlich in Rennspielen immer sehr, sehr gerne, wenn ich weiß, wenn ich genau sehe, wo meine Karre anfängt und wo sie aufhört. 3, 2, 1. Los!
Das war die erste Strecke. War das? Das war die erste Strecke im Fast Racing Junior, oder? Zumindest war sie im ersten Kampf. Erste oder zweite. Da habe ich aber verschissen gehabt, ey. Aber genau auf die Strecke, genau wie in Fast, nee, es war die zweite. Auch wie in Fast Racing Neo. Auch mit den riesigen Larvenwürmchen. Also ja, ohne Scheiß, Leute. Leute. Aus meinem Bekanntenkreis, Hauptzuschauergremium seid, aus unserer YouTube-Allianz und auch die Herren Fokinator und andere Anhänger von IPC. Dieses Spiel möchte ich bitte mit euch spielen. Das wäre so schön. Da wir aber weder die... Weder Planung für das Game haben im Multiplayer noch sonst irgendwas. Ich habe es mir einfach gekauft und spiele es ganz einfach, so wie ich das immer tue. Mir hat jemand gefallen. Hey, du Bastard! Ich bin so viel hier vor mich hin und du willst meine Konzentration zerstören. Ihr seid doch alles scheiße. Ey! Nein, an euch Zuschauer in die Kommentare, wie ihr denn das Format gerne sehen würdet. Also mir schwebt momentan die Coffee Cam vor. Ich meine, ich denke, das wäre das Praktischste. Falls euch was anderes einfällt und es kann ja sein, dass ihr sagt, wir wollen, das ist zwar aufwendiger, gerade hier ist es aufwendiger, also ich würde es wahrscheinlich nicht ohne Korrigent spielen wollen, beziehungsweise ich würde es nicht schnibbeln wollen, wie zum Beispiel auf das Killing Floor Format, das wir mal ausprobiert haben. Scheiße! Prep! Unkonzentriert! Fuck you, reach you. So. Ich meinte das Format, wo wir mal ausprobiert haben, Lutz und mich beide mit der Webcam aufzunehmen und dann zwischen unseren Aufnahmen hin und her zu switchen auf einer Zeitachse. Das hat Spaß gemacht. Ich fand das Format noch besser bei Killing Floor. Allerdings hat sich der Aufwand, finde ich, leider nicht gelohnt dafür, dass Killing Floor so wenig Zuneigung von den meisten unserer Zuschauern bekommt. Ist wohl wirklich nur so ein Ding, was uns sehr viel Spaß macht, wenn wir das machen. Nein, also ich würde das hier mit Corricam machen und vielleicht mir Lux Kamera noch dazu holen und eine extra Facecam für ihn einblenden, je nach dem, wie gut seine Gesichtsform es ist, wenn er die Streckenführungen mitmacht. Ich meine, wenn Lutz auf dem gleichen Spielstand wie ich wäre, könnte er ja auch Videos zum Singleplayer drehen. Damit könnte man seine Gesichtskürmes auch super mitverfolgen. Denn für ihn sind wir ja noch neu. Das wäre auch ziemlich cool, wenn ihr mich fragt. Aber dann muss ich ihn das selber reden. Versteht es auch. Schon wieder! Wow. Also, die Physik hat sich, finde ich, doch ein bisschen geändert. Aber zum Glück. Sehr zum Glück. Also, ich finde, die Karre ist angenehmer zu steuern. Bei Fast Racing war es realistisch, dass man bei locker 600-700 Meilen mit der Karre schwierig um die Kurven kommt. Vor allem noch schwieriger um die Kurven kommt, so wie man es gerne möchte.
Ja, da gehört ja schon einiges dazu. Ah, ich bin Wurm. Ich kann nur ordentlich labern, wenn ich gerade Schild erstmal. Was fällt dir eigentlich ein? Das hier ist ein bisschen mehr F-Zero Physik, was mir allerdings sehr zuspricht. Denn genau deswegen bin ich ja der Fan von futuristischen Rennspielen. Nicht nur, weil es geiler aussieht und irgendwie schneller ist, sondern eben deswegen, weil man gerade bei F-Zero total unrealistisch reagieren konnte in letzter Sekunde. Was man von mir aus erklären kann, wie möchte, durch Spielphysik, die auf den Spieler zugeschnitten ist, oder von mir aus finden wir irgendwelche Sci-Fi-Ausreden von weiß ich nicht was für Stabilisatoren. Aber es gefällt mir ganz einfach besser, total spontan stumpf drauf loszufahren, ohne eine Topline im Kopf zu haben, ohne eine Streckenführung irgendwie zu kennen. Sondern einfach nur zu ballern, und wenn ich sehe, oh fuck, da kommt eine Kurve, das noch umreißen zu können, weil ich eben noch reagieren kann und das Spiel ist noch schnell genug umsetzen kann. Und das, finde ich, funktioniert hier. Es kann an der noch einfacheren Streckenführung liegen und nicht die Dinger, wo ich mir bei Fast Racing Neo die Zähne dran ausgebissen habe, schon in der Super Sonic Liga. Aber es kommt mir gerade so vor, als wenn sie die Physik noch einen Tacken in Richtung des Spielers geändert haben, was mir halt, wie gesagt, sehr gefällt. Okay, dass Bliss jetzt rot ist, gefällt mir auch sehr gut. Ihr wisst, ich habe mit Bliss in Fast Racing Neo eigentlich sehr oft gespielt. Wenn nicht sogar, man könnte ihn als meinen Main-Gleiter bezeichnen. Doch schon. Gefällt mir sehr, dass der jetzt rot ist. Newcomer! Storm Coast Island, Kamagori City mit den sehr Tachikoma-ähnlichen Walkern, die so schön über die Strecke latschen. Der Ardon Cup, okay. Und das Kamagori ist LTD. Kamagori. Der ist auch auf jeden Fall neu lackiert. Haben sie das Design ein bisschen verändert? Das kommt mir auch so vor. Aber das Kamagori-Logo mit der, also der Panda-Kopf-Kamagori-Logo und der Name kommen mir auf jeden Fall natürlich bekannt vor. Aber sah ganz cool aus so mit dem kompakten Arsch. Ich weiß nicht, wie er. Ich meine, also er sah formtechnisch auch anders aus. Ein bisschen zumindest. Gut, Leute, ihr könnt immer gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Verfolgt auch Breath of the Wild, wenn ihr es nicht sowieso schon tut, und Resident Evil von Lutz. Ich bin raus für heute. Lenkart.